Ihr habt es gesehen, wie jedes Jahr habe ich auch dieses Jahr einen Jahresrückblick gemacht über das Jahr 23. Und da hier viel Musik drin ist, habe ich die Werbung abgeschaltet. Jetzt fragen einige bestimmt, warum. Das möchte ich euch auch ganz kurz beantworten. Ein Tag bevor ich den Film freigeschalten habe, habe ich alle Musiktitel, das ist für jeden Monat einen, nochmal überprüft, ob die wirklich frei von Urheberrecht und von GEMA-Gebühren sind. Und das waren sie auch. Nachdem der Film freigeschalten war, das war um 6 Uhr morgens, hatte ich bis 10 Uhr schon die ersten Verwarnungen bekommen. Keine Angst, das schadet meinen Kanal nicht. Ich darf auch die Musiktitel weiterhin abspielen. Allerdings behält sich der Verein oder die Gruppierung, wie man es nennen mag, wo diese Filme verwalten, vor, die Monetarisierung einzukassieren. Das heißt, das Geld, was wir YouTuber verdienen würden an diesem Film, würden die absacken. Ich könnte natürlich die Mitgliedschaft dort beantragen, aber da kostet die Mitgliedschaft im Jahr bei einem, das ist, ich will jetzt keinen Namen nennen, 120 Euro ungefähr im Jahr. Das ist es mir nicht wert, für das, dass ich zweimal irgendwas mache, wo viel Musik drin ist. Natürlich wusste ich, dass irgendwas in der Richtung kommen wird. Deswegen habe ich vorher die Werbung abgeschalten. Wenn ich die Werbung abschalte, die Monetarisierung abschalte, bekomme ich kein Geld für diesen Film. Aber sie können mir auch keins wegnehmen. Weil nichts ist schlimmer, wenn andere das Geld bekommen würden, was der YouTuber verdient, obwohl sie nichts dafür geleistet haben. Ja, es ist nicht leicht, YouTube-Filme zu machen. Man muss genau aufpassen, was man sagt, weil diese Suchmaschinen reagieren schon bei einigen Wörtern und mein Kanal ist schneller gesperrt, als ich annehmen dürfte. Auch ich schaue mir gerne Filme an der anderen YouTuber, was momentan bei ihnen so läuft. Wir haben jetzt noch nicht einmal Mitte Januar. Theoretisch dürfte gar nichts laufen. Und trotzdem sehe ich jeden Tag, wie einer wieder einen Film rausbringt. Das baut man am Januar an. Ich drehe euch mal ein bisschen um. Und ihr seht es ja selber. Der Garten liegt wieder voller Schnee, der gefroren ist. Momentan haben wir eine Temperatur von minus 6 Grad. Ist eh noch warm. Gestern hatten wir 8 Grad. Macht eigentlich gar keinen Sinn, hier irgendwas anzubauen. Und weil es eben draußen noch so ein schlechtes, kaltes Wetter ist, zeige ich euch heute mal einen Film über ein Hobby, was ich vorher auch mal gemacht habe, was jeder von euch nachmachen kann, wenn es ihm gefällt. Weil bis die Gartensaison losgeht, bis es richtig einigermaßen wieder aufgetaut ist, denke ich, wird es März, April werden. Auch dieser Film werde ich die Monetarisierung und die Werbung abschalten. Genießt den Film als Ganzes.
Es macht mehr Spaß, wie wenn ich alle 10 Minuten eine Werbung reingedrückt kriege. Viel Spaß. Servus Bernand und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal nicht vom Garten. Ihr wisst ja, der ist voller Schnee. Es ist eisig kalt draußen. Radfahren ist auch im Moment nicht möglich. Und so beschäftige ich mich mit dem Aufräumen, mit Dingen, die das ganze Jahr liegen geblieben sind, sagen wir mal so. Aber beim Aufräumen habe ich eine Kiste gefunden mit Gegenständen, die ich vor vielen, vielen Jahren gebaut habe. Es gab mal eine Zeit, da hat mich das Thema Bäume beschäftigt. Bäume jeglicher Art zu jeder Jahreszeit. Wenn man mir gesagt hätte, mal mal irgendwas, ein Baum mit Blätter hätte ich jederzeit malen können. Eine Ente oder ein Hase wahrscheinlich nicht, aber ich habe mich so mit dem Thema Bäume befasst. Dann kam in irgendeiner Fernsehsendung, ich glaube, die hieß trotzdem mal Hopithek, mit dem Pütz, Jan Pütz, glaube ich, ja. Da haben sie aus Drahtbündel Bäume gedreht. Das habe ich natürlich probieren müssen, weil es war faszinierend. Und was dabei rausgekommen ist, das zeige ich euch in diesem Video. Ich werde die meisten Aufnahmen mit dem Handy machen. Deshalb habe ich hinter mir schon den Scheinwerfer und diverse Teile aufgebaut, um die kleinen Objekte zu filmen. Die GoPro ist leider zu schwach, weil sie ja kein Zoom hat. Und somit werde ich das mit dem Handy machen. Hat aber auch 4K. Und was dabei jetzt rausgekommen ist, das zeige ich euch jetzt. Das war eines der ersten Bäumchen, die mir gelungen waren. Es ist aus einem Bündel Draht, ich glaube, dass es 60 Drähte sind, gebogen worden. Zuerst wird der Stamm gedreht, dann unten die Wurzeln und dann entscheide ich mich, ob ich einstämmig, also einen großen Ast, zwei große Äste, wie in diesem Fall, und viele, viele kleine Äste. Und dieses Bäumchen habe ich dann gleich so Ringe hier reingedreht, weil an diese Ringe kamen später Edelsteine. Halbedelsteine. Das Bäumchen dürfte jetzt eine Höhe haben. Ja, ich denke, das wird. Mach meine Hand mal daneben 10 cm, 12 cm, dass ihr ungefähr einen Eindruck habt. So schauen dann die Bäume aus, wenn auf diesen Laschen die Splitter der Halbedelsteine oder die kleinen Halbedelsteine, die man ja überall zum Kaufen kriegt oder dort mal bekommen hat, draufgeklebt hat. Das Bäumchen selber habe ich auf einem Stein. Da habe ich einen Bach im Brien Steine gesucht und da gibt es auch solche, die von der Berge mit runtergespült werden. Und das schaut dann richtig gut aus auch noch. Frag mich nicht, wie das, was das für ein Edelstein ist. Manche kennen es vielleicht. Ne? Ich selber wüsste es jetzt nimmer.
Warum die so gut erhalten sind, ist dann bestimmt 20 Jahre her, wo ich die gebaut habe, oder 30. Ich habe alle in eine Plastiktüte reingemacht und oben zugebunden, so kommt kein Staub rein. Ich hoffe, ihr könnt die Bäumchen erkennen. Ich habe versucht, mit dem Strahler das zu beleuchten. Ohne Erfolg. Das Handy fängt zum Bildlaufen an, sobald ich den Strahler einschalte. Aber trotzdem hier mal ein brauner Draht mit so Plastik außenrum und einen hellen Halbedelstein. Und das Ganze auf dem weißen Stein. Draufgeklebt auf die Steine habe ich sie mit Kompositharz. Auch dieses Bäumchen ist gut gelungen. Schöner Stein und blaue Halbedelsteine. Die Halbedelsteine sind mit Heißkleber aufgeklebt. Mit den Jahren hält er nicht mehr und die Steine fliegen runter. Was man an diesem Bäumchen nicht erkennt, es ist eins der ersten, wo ich versucht habe, klein zu machen. Wenn man hier meine Hand sieht, im Vergleich, dann sieht man, wie klein dieses Bäumchen ist. Und deswegen versuche ich, diesen Film mit dem Handy zu machen und nicht mit der GoPro. Weil wenn ich die GoPro dem Bäumchen näher hole, so wie hier, dann ist es schon immer scharf. Ich kann auch nicht einmal sagen, ob es jetzt vom Handy scharf genug ist, aber auf dem Display könnte es so ausschauen. Und jetzt zeige ich euch mal die einige von den kleinsten Bäumchen, wo ich gemacht habe. Und das sind meine beiden kleinen Bäumchen, die ich noch habe, um die Größe zu verdeutlichen, wie klein das ist. Lege ich euch einen ganz normalen Apfel dahinter. Oder daneben. So. Da sieht man es dann, wie klein diese Bäumchen sind. Doch irgendwas fehlte dem Bäumchen noch, was ein Baum ausmacht. Und das sind die Blätter. Ich hoffe, man kann es erkennen. Die Bäumchen wurden dicker, größer, hatten mehrere Äste, weil ich brauche jetzt nicht nur Äste für die Halbedelsteine, sondern ich brauche ja auch Äste jetzt für die Blätter, die der Baum hat.
Und das war jetzt einer der ersten Prototypen. Ein Baum mit Halbedelsteinen und Blättern gab es bis jetzt noch nicht. Ich denke, da bin ich der Erste seinerzeit gewesen, wo sowas gemacht hat. Es ist aber auch schwierig, weil selbst an so einem kleinen Bäumchen, auch wenn man die Blätter kaum sieht, ein paar hundert Blätter sind gleich weg. Hier bei diesem Bäumchen habe ich dann silberne Blätter hergenommen und silberne Drähte, dann fällt es nicht so auf, dass die Drähte hier in die gebohrten Blätter reinkommen. Der blaue Stein, Halbedelstein, der macht das Ganze natürlich auch wieder ein bisschen hübscher. Da drehen wir jetzt mal das Bäumchen und da sieht man, der ist jetzt schon aus drei großen Ästen geflochten. Und wie in der Natur draußen, es gibt keine Rundung für den Baum. Er ist genauso wie ein wild wachsendes Bäumchen. Aber auch hier, dachte ich, es fehlt immer noch was, weil irgendwo versucht man dann doch noch mehrere rauszuholen. Und das zeige ich euch im nächsten. Nachteil bei den Bäumchen, wenn man die in eine Tüte reinmacht, na, die Blätter und die Äste, die verbiegen dann nach unten. Man müsste von Zeit zu Zeit wieder hoch machen, aber wer macht es schon gern? Dieses Bäumchen war dann auch so ein Prototyp mit goldenen Blättern, goldener Draht. Und hier habe ich dann Holzkugeln, also Holzperlen, an die Äste mit befestigt. Schaut da aus wie so ein kleiner Apfelbaum. Ja, das liegt vom Scheinwerfer, vom Strahler, was ich jetzt hier habe, von dieser Bügellampen. Die reflektiert nämlich dann. Aber auch hier, als ich dieses Bäumchen gemacht habe, dachte ich, es muss noch mehr geben. Es muss noch, das i-Töpfelchen fehlt noch bei diesem Bäumchen. Und so habe ich weiter überlegt und habe dann meinen allerletzten Baum. Und den möchte ich euch jetzt auch noch zeigen. Und das ist dann nun mein letztes Bäumchen. Den richtigen Stein habe ich dazu gefunden. Es gibt wieder Blätter, goldene Blätter. Und es hängen auch hier Halbedelsteine dran. Aber diesmal, wenn man hinschaut, jeder einzelne wackelt. Jeden einzelnen kann man in Bewegung sehen. Und dieses Bäumchen steht auf einem steilen Felsen.
Na gut, auf der Rückseite ist der Stein jetzt nicht der schönste, aber das schadet der Schönheit dieses Bäumchens nicht. Und danach habe ich aufgehört, diese Bäumchen zu machen und habe mich mit dem Thema Tiffany-Technik befasst. Ein Hobby, was mein Vater gemacht hat, was ich dann übernommen habe und die letzten 20 Jahre auch gemacht habe. Lauter Hobbys, die zwar Spaß machen und Geld kosten, aber verdienen tut man daran nichts. Aber die Freude daran, wenn man sagt, ja, dieses Bäumchen habe ich mal irgendwann mal gemacht, macht ja doch Sinn. Ja, Leute, wenn ich den Scheinwerfer schon nicht hernehmen kann, um die kleinen Objekte zu beleuchten, dann nehme ich ihn jetzt wenigstens am Schluss her, damit man mich im Dunkeln hier besser erkennen kann. Wie kommt man auf so ein komisches Hobby? Ich habe mir früher immer gedacht, wenn ich auf meiner Couch gesessen bin und Fernseh geschaut, meine Frau hat immer beim Fernsehschauen gestrickt. Das hat meine Mutter auch gemacht und dann dachte ich mir, das ist fantastisch. Sie kriegt alles vom Film mit und trotzdem funktioniert es mit dem Stricken. Und diese Bäumchen zu drehen, habe ich dann auch während dem Fernsehschauen gemacht. Wenn es im Fernsehen der Film ein bisschen spannender war, dann habe ich es halt auf Zeiten gelegt. Man holt ja auch da neue Ideen. Und ja, und so funktioniert es dann. Es ist ein einfaches Hobby. Man kann seiner Fantasie freien Lauf lassen. Wer es probieren möchte, in Bastelgeschäfte kriegt man ja diesen Draht auf Rollen. Man kriegt auch Blätter, Holzperlen. Man kriegt alles, was man dazu braucht. Und braucht eigentlich nur, wenn man ja, eine einfache Zange zum Drehen von den Drähten und eine Zwickzange zum Abschneiden hinterher. Das ganze Werkzeug und die ganzen Materialien habe ich in einem Schuhkarton drin gehabt. Also hat es kaum einen Platz benötigt. Ja, und dann möchte ich das Video beenden. Es ist nur ein kleines Video geworden. Aber mal was anderes. Bleibt's gesund, macht's es gut, pfiat euch.